Mehr nicht. Heute steht wirklich ein sehr, sehr geiles Video an, denn du möchtest bestimmt gut aussehen im Winter. Ja? Ja? Sehr gut. Denn ich zeig dir einfach geile Winterjacken, die du dir einfach koppen kannst. Und ich habe auch diesmal jede Price Range dabei. Ich glaube, die günstigste Jacke fängt an für 45 Euro, geht aber hoch bis 600 Euro für die ganzen Rich Kids. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, aber wir klappern trotzdem ein paar Basics noch ab. Wir fangen auch schon an mit Pull&Bear. Sollte eigentlich, glaube ich, jeder in seiner Stadt haben. Gibt es tatsächlich extrem viele Jacken, also in extrem vielen Colorways, da gibt es einfach etliches und das alles für 45,99 Euro. Super Preis. Also ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht angehabt, aber ich muss sagen, der Fit sieht echt clean aus und mir gefällt diese Flieder-Variante wirklich sehr gut, aber auch diese beige. Das Ganze gibt es aber nochmal für denselben Preis sogar mit einer Kapuze, aber ich muss sagen, da weiß ich nicht ganz, was ich vom Fit halten soll, weil da wirkt sie ein Stück länger, aber es scheint auch so, als könnte man die unten ein wenig croppen. Das heißt, da hat man dann eigentlich wahrscheinlich auch gar kein Problem damit. Und als letzte habe ich da noch eine Bomberjacke rausgesucht, ist jetzt wahrscheinlich nichts perfekt für den ganz, ganz Winter, aber kostet auch ein bisschen über 35 Euro. Ich finde vor allem auch diese Khaki-Variante sehr schlicht und clean. Wir gehen gleich weiter zu, sind die verwandt oder nicht? Nein, Perschka und Zara sind nur verwandt. Wir gehen einfach zu Perschka rein und bei Perschka, was haben wir denn da? Da haben wir tatsächlich so eine Jacke aus Lammfell. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, zum Beispiel Peso, die bringen ja auch, wie nennt man das? Ja, einfach so eine Fleecejacke raus. Und ich glaube, das wäre auch vielleicht jetzt keine direkte Alternative, aber einfach was Günstigeres, was man sich vielleicht auch koppen kann. Gibt es nochmal in Schwarz. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn man auch als Mülltüte rumlaufen will, gibt es natürlich auch noch diese Alternative. Es klingt zwar ein bisschen jetzt gemein, aber ich finde die Jacke wirklich auch cool. Wie man aber sieht, gibt es noch in mehreren Ausführungen. In Khaki, in Cremeweiß und auch ohne Kapuze, mit Kapuze. Ich habe das schon in meinem letzten Video gemacht, gezeigt, wenn du da genau den Fit sehen willst, dann schau dir das letzte Video an, denn da war ich tatsächlich vor Ort. Ich bin einfach so nett. Was ich alles für euch mache, da kannst du doch einfach mal ein kostenloses Abo da lassen, oder? Das gibt's doch nicht, ey. Abonnier mal. Ja, wir machen weiter tatsächlich. Bam, boom, 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 boom. Weekday, einer meiner Favorites. Und ja, diese Jacke gibt es eigentlich schon, glaube ich, 3-4 Jahre. Die haben den Preis nie erhöht. Und zwar ist das die Cold Jacket von Weekday. Gibt es auch in mehreren Farben. Mir gefällt da die dunkelgrau-braun Variante am besten. Also kann man da auch abchecken tatsächlich. So, wir machen weiter mit Zara. Und da habe ich auch schon wirklich eine Jacke, die was wirklich dieser Jacke von Peso wirklich ähnlich kommt. Ich mache die mal nebenbei auf. Bam. Die Peso-Jacke hat jetzt nicht denselben Kragen wie die Zara-Jacke, aber das kommt schon ein bisschen ähnlich. Ist natürlich auf jeden Fall eine gute Alternative, wenn man einfach nur die Hälfte zahlen will. By the way, das ganze Teil gibt es noch in mehreren Farben. Ich finde diese braune Jacke tatsächlich auch sehr, sehr clean. Sprich, wenn man eine gute Alternative zu den Peso-Jacken haben will, dann ist das wahrscheinlich extrem gut. Ich habe die Jacke auch schon im letzten Video einmal ganz kurz erwähnt, deshalb gehe ich nur ganz, ganz schnell drüber. Und zwar ist das diese wendebare Jacke. Das ist so eine Bomberjacke mit so einem Fell drinnen. Für mich ist die Jacke tatsächlich nichts, aber ich habe die schon in ein oder anderen Fits gesehen, auch bei Danny, falls ihr den kennt von TikTok, habe ich sie auch gesehen und da finde ich sie eigentlich sehr, sehr clean. Das ist meine absolut favorite Jacke von Zara und zwar in so einem knalligen blauen Colorway ist es so eine Lammfelljacke und ich weiß nicht wieso, aber die kommt doch einfach super hart. Ich weiß nicht wieso, aber ich weiß nicht, kennt ihr den Rapper Jamule? Der gibt mir irgendwie so Jamule-Raps. Ja. Und ich glaube, das letzte Teil ist eine Pufferjacke, wieder in dieser Müll-Sackerl-Optik. Nicht Sackerl, sagt man in Deutschland nicht, fuck. Mülltütenoptik. Wenn man eine Mülltütenoptik-Jacke haben will, dann ist die auch gut, Mensch. Mensch. Ist doch cool, oder? Jetzt kommen wir aber zu den ganzen Banger, beziehungsweise jetzt haben wir mal diese Basic abgeklappert und jetzt gehen wir wirklich so ein bisschen in Streetwear-Richtung und da zeige ich euch wirklich Banger. Ich glaube, ich habe da 15, 20 aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich jeder herzeige, aber auf jeden Fall einige und da kennst du definitiv viele davon zu 100% nicht. Ui, Bissdepper, Stefan, haust einfach die Wasserflasche. Gibt's ja nicht. Ihr habt im Intro ja schon quasi diese wunderschöne Crazy 85 Jacke gesehen. Und 85 hat auch Jacken rausgebracht. Aber das ist nicht die einzige Jacke, die 85 gedroppt hat. Deshalb würde ich sagen, schauen wir uns alle mal in Ruhe an. Und zwar, wie ihr seht, habe ich diese in Grau, die V3.
tatsächlich, das war mit Abstand meine Favorite, weil ich wollte so oder so eine graue Jacke haben. Haben aber noch super viele andere Jacken. Ja, auch noch von den letzten Jahren wirklich super viele Varianten, super viele Shades, nennt man das so bei Jacken? Nee, oder? Und ich muss sagen, das sind auch meine Favorite, die zwei. Ich habe mir auch überlegt, diese Camouflage zu nehmen, aber ich habe eine schon in einem braunen Colorway, deshalb habe ich mich eher dagegen entschieden. Für die nächsten Jacken muss ich ganz kurz auf Instagram gehen und da sieht man den neuen Jacken von The Baser Clothing. Nein, Spaß, ich kann kein Dialekt sprechen, falls ihr euch fragt, ich spreche wirklich so. Aber ja, da sieht man die neuen Peso-Jacken tatsächlich und die gefallen mir wirklich übertrieben. Ich weiß nicht, welche die davon ist, aber die finde ich wirklich sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gibt es auch, glaube ich, noch in einem anderen Colorway. Ich glaube, das ist eh die. Nein, doch nicht. Aber ja. Die Jacken vom Peso sind dieses Mal wirklich geisteskrank geworden. Auch diese Lammfelljacke mäßig, wirklich sehr, sehr clean. Wir machen weiter mit einem Banger, habe ich tatsächlich noch nie irgendwie erwähnt. Und zwar ist das die Brand Sacrolite, also von den lieben Jan. Und diese Jacke finde ich wirklich Güssel. Ich weiß nicht, was der junge Mann da hier gezaubert hat, aber diese Jacke kommt wirklich sehr, sehr hart. Ich bin auch tatsächlich am überlegen, ob ich mir die oder so eine Peso-Jacke holen soll. Eigentlich würde ich mir am liebsten eh alle kaufen, sonst würde ich es nicht herzeigen, aber ich werde es wahrscheinlich noch öfter so sagen. Die Brand hat man wahrscheinlich nie so oft am Schirm, aber die Jacken von denen sind auch geisteskrank. Ich sage es jetzt noch 10-mal heute. Und zwar sind das die Jacken tatsächlich von Root Atelier. Ich habe da auch tatsächlich eine von irgendwelchen Vorgängerversionen, ich glaube vor 3 Jahren oder so, mir einmal eine geholt. Und ich muss sagen, das war wirklich eine der puffigsten Pufferjacken ever. Gibt es in mehreren Farben, auch nochmal in diesen Mülltütenoptik. Finde ich auch sehr cool. Oder wenn du als, keine Ahnung, mir fällt gerade kein blöder Spruch dafür ein. Returnity sollten auch viele von euch am Schirm haben. Sind jetzt nicht so meine Favorite-Pufferjacken, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich sehe eh gerade, die gibt es nicht mal mehr in vielen Farben. Deshalb nehme ich mal an, war die für viele sehr, sehr geil. Welche ich aber gut finde, ist diese Faded-Jacke tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob die perfekt ist, wenn man nur eine Jacke hat. Also als Daily würde ich die mir vielleicht jetzt nicht holen. Aber so als zweite Winterjacke könnte man die tatsächlich echt auch gut machen. Was ich aber viel, viel mehr feiere, sind tatsächlich die Armbänder von Atelier des Sommer. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen random, aber der Bro hat mir extrem geholfen bei meiner Brillenbrand, also bei Santes tatsächlich. Und deshalb muss ich ihnen ein bisschen Liebe zurückschenken. Schaut unbedingt vorbei. Die haben wirklich crazy, crazy Armbänder. Alles unter 30 Euro. Man bekommt auch so Bundles und dann zahlt man 50 Euro für 2. Und ja, da wird wahrscheinlich definitiv noch was Geiles dazukommen. Ich weiß es, weil ich stecke hinter diesen Bildern und ja, haltet auf jeden Fall die Ohren spitz bei dieser Brand. Ah ja, ihr könnt auch noch den Rabattcode Grubi nehmen, ich muss da so ehrlich sein, wenn ihr den verwendet, supportet ihr mich automatisch, deshalb nutzt auf jeden Fall den Rabattcode, wenn ihr dort was kauft. Die nächste Brand ist tatsächlich 6BM, wenn man so 2-in-1 Jacken feiert, ist das auf jeden Fall top geeignet. Da gibt es coole Wendejacken. Ich fand diese eigentlich am besten, aber sehe ich schon, ist tatsächlich sold out. In Gelb, Schwarz gibt sie noch. Sind jetzt aber auch nicht tatsächlich meine favorite Go-To-Jacken, aber ich finde die tatsächlich recht cool, auch für so Talerhunds. Gibt es da so ein bisschen so Light-Puffer-Jackets dabei. Ja, kann man auch definitiv abchecken, gibt es auch coole Optionen da. Wir machen weiter für die Sparfüchse. Tatsächlich gibt es eine Brand, die nennt sich Urox. Ich habe tatsächlich von den Jeans, war tatsächlich auch sehr überzeugt von denen, weil die haben so Jeans für 50 Euro tatsächlich, habe ich mal zugeschickt bekommen, habe ich auch ein Video gemacht, finde ich sehr cool. Die haben auch Winterjacken für unter 100 Euro und das in mehreren Farbvarianten. Ich glaube, all in all ist aber mein Favorite tatsächlich diese matte Puffer Jacket, das ist einfach ein cleanes Ding, kann man nichts mit falsch machen, ohne Kapuze, einfach clean. As fuck. Wenn du nicht rich bist, dann schalt kurz weg, denn jetzt kommen ein paar Jacken, die sehr, sehr teuer sind. Und zwar, ich weiß nicht, wieso ich die in letzter Zeit so oft erwähne, aber Cole Buxton ist tatsächlich auch eine coole Idee, wenn man eine Pufferjacke haben will. Ich finde diesen braunen Colorway ohne Kapuze sehr cool tatsächlich, aber auch diese Mülltütenoptiken, ja, gibt es diesmal auch in grünen Mülltüte. Dieser OG hat mich dieses Mal extrem überzeugt und zwar ist das LFDY, ich weiß nicht, aber in letzter Zeit sind die schon wieder sehr am Kochen. Vor allem diese Pufferjacken in diesem Military Style finde ich sehr cool. Es wäre wahrscheinlich jetzt keine Jacke, die was ich rocken würde, aber
ich sehe die definitiv bei anderen Leuten. Auch diese graue gefällt mir sehr gut. Oder auch diese orangene. Also die Farben wirklich sehr, sehr clean. Deshalb kann man bei LFDY definitiv auch was mitnehmen, wenn man ein bisschen was Auffälligeres haben möchte. Bevor wir zu der letzten bzw. einer meiner Favorite-Jacken kommen, zeige ich euch noch ganz kurz ein Leak von Narubi. Ich weiß nicht, vielleicht kennen die ein oder andere Leute die Brand. Haben wirklich eine crazy Winterjacke, wie man sehen kann. Das ist so ein bisschen sogar shiny Optik. Das heißt, wenn du wirklich etwas Ausgefallenes haben willst, bist du hier definitiv richtig. Gibt es tatsächlich auch nochmal in Weiß, meines Wissens nach. Ja, da sieht man sie schon. Also ich muss sagen, das ist wirklich ein Masterpiece, auch wenn ich selbst vermutlich nicht tragen würde, weil es mir zu auffällig ist. Aber ich will euch einfach so viel wie mögliche Varianten zeigen und nicht einfach immer nur eine Standard-Pufferjacke. Die letzten Pufferjacken sind von Nude Project und ich weiß nicht wieso, aber ich finde diese Jacken wirklich sehr, sehr crazy. Vor allem auch diese pinke. Das kommt einfach turbo-hart. Also for real, ich finde die Jacke sehr geil. Ist auch, glaube ich, nicht so dick. Kostet sogar unter 200 Euro. Was für mich eigentlich sehr, sehr, was für mich meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr fair ist. Gibt es in 4 Farben. Also wirklich cooles Ding. Ich habe noch 5 weitere Brands. Die überspringen wir aber im Schnelldurchlauf, weil ich habe Angst, dass das Video einfach 50 Minuten geht. Und deshalb ganz kurz nochmal, zeige ich noch ein paar Brands. Enrage Customs gibt es auch welche. Sind ein bisschen zu auffällig für mich. Aber vielleicht gefällt es dir. Nächste Brand, Represent, super teuer, finde ich jetzt nicht super strong für den Preis, deshalb nur so jetzt so an letzter Stelle tatsächlich. Dann Raven, wirklich cool, ist jetzt aber nicht so eine klassische Pufferjacke, deshalb ja auch so eher am Ende, ist aber wirklich ein sehr, sehr cooles Ding, auch die Waschungen gefallen mir da sehr, sehr gut. Vorletzte Brand, Entire Studios, ist super teuer, deshalb auch nur so ganz, ganz kurz, aber wenn ihr wirklich eine fette, fette Pufferjacke haben wollt, dann kann man bei Entire Studios vorbeischauen. Und die letzte Brand ist Axla Regato, hatte ich tatsächlich auch, glaube ich, so noch nie dabei, ist jetzt auch eigentlich recht teuer, wie ich sehe. Ich glaube, knapp 600 Euro. Ich finde die tatsächlich sehr cool. Ich müsste die halt in Real Life sehen. Aber ist wirklich ein bisschen was Abgespacederes. Also kann man die auch holen, wenn man ein bisschen was Ausgefallenes haben will. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich habe jetzt knapp eine Stunde gedreht. Das hat sich jetzt ewig für mich angefühlt. Checkt unbedingt mein Insta ab, denn ich werde da definitiv bald die neuen Brillen herzeigen, im Detail tatsächlich. Und ja, sonst unbedingt Kanal abonnieren, lasst einen Kommentar da, lasst ein bisschen Liebe da, wenn nicht. Wir sehen uns wieder nächste Woche, Donnerstag um 18 Uhr mit einem neuen Video und Peace! TGQ Avery.